Dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, viele bekannte Gesichter, endlich mal wieder. Alle wieder in der Realität zu sehen. Super, ich glaube, alle wollen das mal wieder. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Qualitätssicherung im Dynamic Publishing. Ich möchte mal kurz auf den Teaser-Text kommen, der im Vortrag steht. 3000 visuelle Testfälle, vollautomatisiert, Deployment über Nacht, Performance Logging mit visueller Darstellung. Das sind alles Themen, die für marketingorientierte Personen eher langweilig klingen, aber eben ja, absolut notwendig sind, um eben hochkomplexe Print-Automatisierungen durchzuführen und diese eben auch ja, mit der, in der entsprechenden Zeit und auch der entsprechenden Qualität durchzuführen. Im heutigen Vortrag möchte ich kurz darstellen, was wir bei Laudert unter diesem Thema Qualitätssicherung verstehen. Also alles angefangen vom Konzept bis hin zum Deployment. Ich werde die einzelnen Punkte mal beleuchten und hoffe, einige ja, Inspirationen mitgeben zu können für zukünftige Projekte oder eben gerade laufende Projekte. Bevor ich in die Details gehe, möchte ich kurz Laudert vorstellen. Das ist jetzt der erste Vortrag, den wir halten auf dem Print Day. Und meine Kollegen halten morgen noch einen entsprechenden Vortrag. Und ja, damit jeder weiß, mit wem sie es zu tun haben, würde ich kurz Laudert vorstellen. Laudert wurde 1959 gegründet, tatsächlich hier in Duisburg. Und ist dann ja, im Laufe der Zeit nach Frieden rübergewandert. Mittlerweile sind wir über 500 Mitarbeiter ja, und arbeiten letztendlich im Bereich der Produkt- und Markenkommunikation. Wir sind tätig an 6 Standorten, darunter unsere Hauptniederlassung in Frieden, entsprechende weitere Niederlassungen in Hamburg, Stuttgart, Bad Waldsee und unsere entsprechenden Offshore-Standorte in Bangkok und Ho Chi Minh Stadt. Wir haben verschiedene Hauptgeschäftsbereiche, angefangen mit der Medienproduktion, über die Medien-IT, unsere großen Fotostudios, unsere Print-Services und als zentrale Kreativ-Unit unsere Abteilung Loft, die sich letztendlich mit Marketingkonzepten, strategischer Beratung im Bereich Marketing beschäftigt. Und das alles wird abgerundet durch entsprechende Consultants, zum Beispiel auch in meiner Person, die letztendlich alle Geschäftsbereiche in den Bereichen Medien-IT, Medien im Allgemeinen unterstützen. Unsere Kunden kommen aus verschiedensten Bereichen, angefangen mit Industrie, Handel, Versandhandel, Fashion, Marke im Allgemeinen und vereinzelte Unternehmen aus dem Bereich Food, die jetzt auch im Publikum sitzen. Ja, mein Name ist Michael Giesen, ich bin Abteilungsleiter des IT-Consultings bei Laudert seit 2010 im Unternehmen und beschäftige mich mit ja, den ganzen IT-technischen Themen rund um Produktkommunikation. Also angefangen vom PIM-System über MAM-Systeme, Dynamic Publishing, also ich habe auch die ersten Projekte mitbegleitet, die letztendlich bei Laudert mit dem Kometen liefen und ja, betreue diese Themen vollumfänglich in den Workshops, in der Konzeptphase und eben auch in der Pre-Sales-Phase. Kurz zum Hintergrund, wie ist dieser Vortrag oder die Thematik entstanden? Grundsätzlich Qualitätsmaßnahmen wie Unit-Tests, darauf einzahlende Maßnahmen wie automatisierte Deployments sind natürlich in der gängigen Softwareentwicklung State of the Art und sind da eigentlich schon kalter Kaffee, da braucht man auch gar nicht drüber sprechen. Wir haben natürlich jetzt hier eine spezielle Konstellation, also wir haben ein extrem heterogenes ja, Softwarenetz, entsprechende Umgebung, also wir haben nicht nur den Publishing-Server als Softwarekomponente, sondern eben auch den InDesign-Client und InDesign-Server, die ja bekanntermaßen ja, schwer testbar sind in der Ausgabe. Weder der Client noch der Server bieten entsprechende Funktionalitäten, um den Output, der letztendlich rauskommt, zu validieren. Und darauf möchte ich im späteren entsprechend nochmal eingehen, um zu zeigen, wie wir mit dieser Thematik umgehen. Dazu kommt noch, dass bei den Publishing-Projekten, wo noch der Druck als Endprodukt steht, also viele Projekte werden ja nicht mehr gedruckt, sondern sind nur noch als PDF verfügbar. Aber da, wo der Druck letztendlich im Hintergrund steht, erhöht der natürlich auch den Druck auf das Projekt, auf die Qualität, auf die zeitgerechte Fertigstellung
weil eine Verschiebung des Drucktermins unmittelbar Umsatzeinbußen beim Kunden zur Konsequenz hat und Fehler im Druckprodukt letztendlich dann auch Schadensersatzforderungen gegenüber dem Dienstleister auftreten. Und deswegen mussten Maßnahmen her, um das Ganze letztendlich angefangen von der Konzeption über die Implementierung abzusichern. Kurz ein paar Takte zur Historie. Also wir sind seit über 10 Jahren Partner von Werk 2, haben sehr frühzeitig Print-Comet-Projekte umgesetzt, auch noch auf der alten Dreier-Architektur. Die Projekte liefen noch ein bisschen anders ab, als die jetzt mittlerweile ablaufen. Ein bisschen pragmatischerer Ansatz. Wir haben Datenbanken direkt angezapft, Output wurde generiert mit den gängigen Mitteln, bio-optische Prüfungen entsprechend mit vorhandenen Mitteln geprüft. Aber mit dem Schwenk auf die PrintSuite 4 war es eben so, dass die Projekte immer komplexer wurden, größer in der Anzahl wurden. Auch die Anforderungen an die Projekte haben sich erweitert. Und dann mussten entsprechende Maßnahmen her, um diese Dinge zu sichern. Irgendwas? Egal. Möchte ich kurz auf die Maßnahmen zukommen. Ich würde jetzt mal anfangen, tatsächlich ganz am Anfang eines Projektes, mit dem hierarchischen Konzept. Diese Art der Konzepte, wie wir sie gestalten, hat sich über die Jahre weiterentwickelt. Der Detailgrad wurde immer spezifischer, die technische Dokumentation als solches immer genauer, sodass diese Konzepte letztendlich zum einen natürlich die Definition für den Kunden beinhalten, aber eben auch die technische Grundlage für die Entwicklung. Also bei uns ist es in der Regel so, dass wir in den Tickets für die Entwickler tatsächlich nur noch auf die Konzeptteile verweisen und der Entwickler hat alle Informationen an der Hand, die er braucht, um das Projekt umzusetzen. Wir halten die Konzepte in Confluence vor, heißt also, wir bieten dem Kunden die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, tatsächlich hierarchisch im Konzept sich zu bewegen. Was wird dokumentiert? Das ist angefangen von den Schnittstellen über das Entitätenmodell. Wir halten die Infrastruktur vor, also alles sehr, sehr im Detail, um eben von Anfang an sicherzustellen, dass keine Lücken offen bleiben. Dann gibt es Kommunikationsmatrixen, die letztendlich angeben, wie die Datenflüsse zwischen den Systemen laufen, welche Portfreischaltungen letztendlich definiert werden müssen, um eben auch in Richtung der Firewall, in Richtung der Infrastruktur von vornherein klarzustellen, wie die Dinge konfiguriert sein müssen. Dann natürlich die Workflows, die dem ganzen Publishing-Prozess zugrunde liegen, bis hin zum Templates, den Platzhaltern und den Gestaltungsregeln. Ich habe mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt ein Beispiel unseres Kunden Barger. Man sieht im linken Bereich tatsächlich die Template-Definition. Wir arbeiten da so, dass wir die entsprechend funktionalen Bereiche eingrenzen über Berahmungen und die im detaillierten Bereich, im unteren Bereich sichtbar, tatsächlich dann nochmal ausdetaillieren. Also angefangen von Positionsangaben, Dynamiken, Gestaltungsregeln, die tatsächlich auf diesen Elementen liegen. Und ausgehend von dieser Ebene, also der Template- und Gestaltungsebene, geht man dann eine Ebene tiefer in die Platzhalterdefinition, die man entsprechend im rechten Bereich sieht. Das können einzelne Platzhalter sein, das können Platzhaltersequenzen, Image-Sequenzen sein, die dann in der tieferen Ebene weiter durchdetailliert werden. Dort wird definiert, in welchen Templates werden diese Platzhalter verwendet, welchen Sprachkontext haben die, welche inhaltliche Aufbereitung ist notwendig, Konsolidierung von Daten, Umwandlung von Daten, auch aus mehreren Datenquellen, aus mehreren Content-Entitäten und in diesem Bereich immer sichtbar, wo kommt tatsächlich das Datum her. Eine Ebene tiefer ist dann beschrieben, wie das Datenmodell tatsächlich hierarchisch aufgebaut ist. Wir haben die entsprechenden Kardinalitäten abgebildet an den einzelnen Entitäten. Pro Entität ist definiert, wie diese im Detail aussehen. Es werden REST-Konfigurationen, also Anfragen und Responses bei konkreten REST-Connector-Implementierungen dargestellt oder bei JDBC-Konnektoren entsprechende SQL-Statements. Somit ist der Kunde in der Lage, tatsächlich vom Template ausgehend bis zum Datenbezug jeden Prozess und jede Ebene
tatsächlich nachzuvollziehen. Und durch diesen Detailgrad und dieses einheitliche Verständnis, was wir dann durch Reviews etc. herstellen, stellen wir am Anfang bereits sicher, dass keine Lücken entstehen, die dann später in der Produktion letztendlich zu Problemen führen. Alle Komponenten außerhalb der technischen Komponenten zahlen letztendlich auch ein auf die Qualität und die Sicherung der Qualität. Wie ist das Konzept im Gesamten aufgebaut? Also wir arbeiten mittlerweile sehr stark phasenorientiert, also immer mehr in diesem agileren Kontext, kaskadierende Konzeptionsphasen, sodass wir möglichst frühzeitig auch Erkenntnisse letztendlich einfließen lassen von einer Phase in die nächste Phase. Und somit haben wir die entsprechende Basis für die Implementierung. Erster Baustein der Qualitätssicherung. Daran angeschlossen ist die Testfalldefinition. Zu jedem Bestandteil im Konzept erzeugen wir entsprechende Testfälle. Diese Testfälle können sich beziehen auf Platzhalter, auf Templates, auf Gestaltungsregeln, auf Datenbezüge bis hin zu den Use Cases. Also auch innerhalb der Print Suite, innerhalb des Planners werden hier entsprechende Testfälle definiert, die dann hier validiert werden können. Der Kunde liefert entsprechende Testobjekte zum Beginn der Implementierung. Das heißt also, diese Testobjekte sind in der Regel valide, können sich über die Zeit nicht verändern. Also in der Regel sind es Testobjekte auf dem Testsystem. Manchmal hat man halt Anbindung an ein Live-System, ist aber immer schlechter Ratgeber in Richtung der Konsistenz der Testfälle. Diese Testfälle dienen dann dem Entwickler als Basis für die Anwendertests und gleichzeitig dem Kunden als Abnahmeprotokoll. Also wir verbinden da letztendlich die Definition für die Entwicklung mit dem Abnahmeprotokoll für den Kunden. Und somit haben wir immer die gleiche Basis, also ein geführter Katalog, der letztendlich durchgetestet wird. Und hierüber wird auch mithilfe von Tickets in der Testphase dann letztendlich auch kommuniziert, wenn irgendwelche Dinge auftauchen. Das letztendlich auch Basis für die spätere Testphase. Als dritten Baustein in der Dokumentation haben wir einen Export vom Entitätenmodell. Es ist ja bekannt, dass auch die Print Suite letztendlich einen Export des Entitätenmodells bietet. Wir haben hier nochmal eine etwas kompaktere Form gewählt. Und zwar ist es nicht nur das Entitätenmodell, sondern die komplette ISON-Konfiguration, die letztendlich für die Entwicklung nochmal exportiert wird. Wir nutzen da die API, also die Schnittstelle zum Confluence-System und erzeugen letztendlich eine komplette Confluence-Dokumentation der kompletten ISON-Konfiguration. Also von den Platzhaltern, Templates, Data-Providern bis hin zum Entitätenmodell hat die Entwicklung nochmal wirklich eine technische Dokumentation. Das hilft der Entwicklung, neuen Mitarbeitern, die hinzukommen, sofort und kompakt letztendlich die ISON-Konfiguration zu überblicken und den sofortigen Einstieg in das Projekt zu finden. Man fragt sich ja, warum haben wir noch eine Dokumentation des Entitätenmodells, wenn es doch schon eine gibt. Das andere ist natürlich das Konzept, was auch in Richtung Kunde geht. Diese Exporte würden ja in Richtung Kunden zu technisch, zu speziell sein, sind aber absolut notwendig als weiterer Baustein, um eben die Entwicklung jederzeit über den Stand des Projektes zu informieren. Kommen wir dann von der Konzeption zu den Entwicklungstools. Angefangen mit den Build-Tools. Hier geht es letztendlich um die Thematiken, Abhängigkeiten zu zentralisieren, also die sogenannte Dependency Management. Dann geht es um das Build-Management, also das Bauen der Applikation. Wir erzeugen entsprechende Templates für neue Projekte, die dann letztendlich auch so einen Best-Practice-Ansatz bieten, um das Projekt dann mit so einem Kickstarter anzugehen. Es geht letztendlich um das Testen der Applikation, das Deployment der Applikation, also das Verteilen der Applikation auf unterschiedliche Testserver, UAT-Systeme und Live-Server und letztendlich auch um das Verwalten des Quellcodes. Fangen wir mit den Abhängigkeiten an. Abhängigkeiten zentralisieren, in der Entwicklung auch bekannt unter Dependency Management. Hier geht es darum, letztendlich unterschiedliche Print Suite Module, Werk-2-Abhängigkeiten, Standardbibliotheken so zu bündeln, dass die für bestimmte Print Suite Versionen gebündelt vorliegen für die Entwicklung, um somit
ja, den leichten Start in das Projekt zu verwirklichen. In den Startphasen war es halt so, dass man dafür sorgen musste, dass alle Bibliotheken mit den entsprechenden Revisionsnummern zusammenpassten. Das führte oft zu Problemen. Und wir haben jetzt über Gradle, also ein Software-Tool, die Möglichkeit, eben diese Sachen zu bündeln und können dann immer sicher sein, dass für die richtige Revision des PubServers die richtigen Bibliotheken miteinander verbunden sind, in der richtigen Version. Dann das Thema Unit-Tests, habe ich anfangs schon erwähnt. Eigentlich kalter Kaffee in der Softwareentwicklung, aber ein weiterer Baustein, um eben kleinteilig die Komponenten des Publishing-Servers zu testen. Module werden getestet. Das wird entsprechend in unseren Deployment-Prozess, in unseren Continuous Delivery-Prozess mit eingebunden und Continuous Integration-Prozess. Und somit haben wir auch auf der Serverseite entsprechende Testmechanismen, um eben die kleinteiligen Softwarekomponenten zu prüfen. Dann geht es um die Automatisierung ISON. Also ISON ist ja letztendlich die Entwicklungsumgebung, auf der die Projekte entwickelt werden. Dort hat man entsprechende Export-Import-Mechanismen, um die Codebasis letztendlich zu exportieren und auf die entsprechenden Server zu importieren. Es gibt entsprechende Werk 2 Deployment Packages, die man nutzen kann, hat aber eher noch einen eher manuellen Charakter. Und wir haben eben über Mechanismen dafür gesorgt, dass wir diese Informationen extrahieren können und in unserer Codeverwaltung zentralisiert ablegen können. Das heißt also, dass wir diese Codebasis mit unseren bestehenden Entwicklungsmechanismen bearbeiten können und sorgen eben auch dafür, dass dadurch die Weiterführung, das Deployment etc. auf die entsprechenden Server über unseren Standardmechanismus ablaufen kann. Sorgt auch dafür, dass wir die ISON-Konfigurationen validieren können, dass wir die automatischen Dokumentationen erstellen können, wie im Dokumentationspart gesehen. Und das sorgt eben dafür, dass der gesamte Entwicklungsprozess noch weiter automatisiert wird und eben damit einhergehend gesichert wird. GitLab CI, was ist das? Hier geht es grundsätzlich um Deployment-Mechanismen, heißt also die verschiedenen Stufen, die eine Softwarekomponente nimmt, bis es auf dem Live-Server beim Kunden ist. Wir fangen also an in der Entwicklung mit lokalen Entwicklungen. Die werden in der Regel gereviewt durch einen weiteren Entwickler, damit einmal ein Vier-Augen-Prinzip stattfindet auf der Codebasis. Das geht dann weiter in den Master-Branch, der dann letztendlich dann deployed wird auf das Testsystem des Kunden. Hier kann der Kunde wiederum die entsprechenden Komponenten testen. Ist diese Testphase durchlaufen, eben basierend auf unseren Testfalldefinitionen, geht das Ganze entsprechend aufs Live-System. Durch die Integration mit GitLab CI ist es eben auch möglich, bestimmte Rollbacks zu machen, heißt also zurückspringen auf alte Softwarestände. Falls doch irgendwas auftritt in der Produktion, kann man eben jederzeit zurückspringen, auch mit der Print Suite auf alte Stände und hat dann wieder einen gesicherten Produktionsstand. Das nächste Thema, Regressionstests. Was ist damit gemeint? Grundsätzlich geht es hier um das Testen des Outputs. Also das, was ich anfangs erwähnt habe, dass wir im InDesign, im Output letztendlich die einzelnen Komponenten prüfen. Wir machen das mit Laudert Checkpoint, das ist eine Eigenentwicklung von Laudert, bei der es letztendlich um einen Pixel-Vergleich geht. Also eine Vorgängerversion zur Nachfolgerversion wird verglichen, Pixel für Pixel, und darauf basierend wird ein Differenzfile erzeugt, ein sogenanntes Heatmap-File, was dann letztendlich auch Unterschiede anzeigt, die offensichtlich bei einer biooptischen Prüfung niemals auffallen würden. Ja, also es ist ja auch nicht immer, dass man eine Vorher-Nachher-Version hat, die man prüft. Oftmals ist es einfach nur die neue Version und es kann durchaus auftreten, dass nicht nur die konkreten Änderungen eben geändert wurden, sondern versehentlich irgendwelche Komponenten angefasst wurden, die nicht hätten angefasst werden sollen. Grundsätzlich nutzen wir dieses Tool bei uns in der internen Medienproduktion. Das ist also ein Standalone-Tool, wo die unterschiedlichen Materialien, PDFs,
entsprechend über eine FTP-Schnittstelle hochgeladen werden können und dann wird entsprechend zurückgeliefert das Differenz-File. Zusätzlich gibt es noch eine entsprechende Web-Oberfläche, auf der die Differenz-Files entsprechend betrachtet werden können. Und das ja, vereinfacht den Korrekturprozess immens und sorgt eben auch für Sicherheit. Ja, Sie können sich hundertprozentig sicher sein, wenn Differenz-Files erzeugt wurden, ist da eine Differenz und wenn nicht, ist das Ergebnis genauso wie vorher. Ich habe mal ein kleines Beispiel mitgebracht, vielleicht mal auch ans Publikum gerichtet. Ich habe hier mal eine Vorher-Version und eine Nachher-Version. Und wer hat die Unterschiede erkannt? Einmal Vorher, einmal Nachher. Genau, richtig. Also hier, das Copyright ist hier entsprechend tiefgestellt. Sollte natürlich hochgestellt sein, ist einfach nur ein Beispiel. Und wir haben tatsächlich, das sieht man jetzt im Heatmap-File, Unterschiede am Logo. Also wenn ich nochmal zurückgehe, offensichtlich bei einer Vorher-Nachher-Version nicht zu erkennen. Wir haben aber tatsächlich hier eine Positionsverschiebung. Kann aber auch sein, dass sich irgendwas an der Farbgebung geändert hat. Auch das würde letztendlich über diese Prüfung auffallen. Wir erzeugen also diese Differenz-Files, um die Möglichkeit zu haben, bei Automatisierung den Output zu kontrollieren, und zwar automatisiert. Welche Anwendungsfälle haben wir hier? Wir nutzen das Tool für die interne Entwicklung, wir nutzen das Tool bei Release-Wechseln, wir nutzen das Tool bei Print-Suite-Updates oder eben bei InDesign-Updates. Wir haben zur Integration in die Print-Suite ein entsprechendes Workflow-Plugin entwickelt, das wir dann an den entsprechenden Testfällen, die in der Print-Suite am Print-Planner erzeugt werden, angehaftet werden. Und somit können wir eine Vielzahl von Testfällen letztendlich über Nacht prüfen lassen und am anderen Morgen überall da, wo der Status Diff steht am Workflow-Status, kann man sicher sein, da sind Unterschiede, hier muss ich nochmal prüfen. Bietet eben immense Geschwindigkeitsvorteile, wenn Sie ja, zum Beispiel InDesign-Updates machen. Ja? Normalerweise würde man denken, okay, da soll nicht viel passieren. Wir haben an der Implementierung nichts geändert. Wir haben einfach nur die InDesign-Version geändert. Über diese Tests können wir wirklich sicher sein und validieren, dass nichts passiert ist. Ja? Und tatsächlich diese hohe Anzahl, die ich anfangs genannt habe, 3000 Testfälle, tatsächlich in der Praxis erprobt. Ja, hierzu gibt es entsprechend entsprechende Testfälle in der Print-Suite, die einmal angelegt werden müssen und die dann mit dem Workflow entsprechend geprüft werden können. Ja, wie haben wir jetzt integriert? Ich habe ja gerade schon erwähnt, wir haben entsprechende Workflow-Plugins entwickelt. Die Voraussetzung für diese Integration ist, dass wir entsprechende Testfälle anlegen in der Print-Suite. Es muss ein Testdatenbestand vorhanden sein, der entsprechend valide ist, der unveränderbar ist und der muss eben 1:1 passen zu den Testfällen, die im Printplaner angelegt werden. Und wie hier ersichtlich, kann man eben dann über Nacht diese Testfälle prüfen lassen und sieht dann, ob Differenzen stattgefunden haben oder eben nicht. Zusätzlich gibt es ein Download-Plugin, mithilfe dessen man eben die Differenz-Files als auch die Ursprungs-Files und die Ziel-Files entsprechend runterladen kann und diese dann nochmal auf separatem Weg prüfen kann. Welche Voraussetzungen haben wir, um dieses Tool zu nutzen? Nein, zu weit. Wir müssen eben diesen ausreichend großen Testdatenbestand haben. Der Testdatenbestand muss stabil sein. Ja, und die Entwicklung muss natürlich entsprechend weit fortgeschritten sein. Also es macht wenig Sinn, zu einem relativ frühen Status diese Testfälle auszuführen. Die Entwicklung muss entsprechend weit fortgeschritten sein, damit es tatsächlich auch Sinn macht. Kommen wir zum nächsten Thema. Performance Logging. Was ist da mit gemeint? Also die Print Suite hat ja an vielen Stellen entsprechende Logfiles, die wir in der Entwicklung letztendlich nutzen können, um zu dedizierten Zeitpunkten entsprechende Log-Einträge zu erzeugen. Ja, wenn irgendwas aufgetreten ist, wenn irgendwo ein Performance-Engpass ist oder ein Fehler aufgetreten ist, ist es immer schwierig, eben
die entsprechenden Stellen sofort zu lokalisieren. Auch der Gesamtkontext einer Erzeugung fehlt zum Beispiel. Da ist es immer sehr schwierig, tatsächlich den Gesamtzusammenhang zu erstellen. Und wir haben das Ganze insofern zentralisiert, dass wir mit Hilfe von verschiedenen Software-Tools das Ganze zentralisieren und auch visualisieren. Wir nutzen die Softwarekomponenten FileBeat und Logstash, um die gesamten Log-Eingaben und Log-Einträge letztendlich zentralisiert in eine Elasticsearch-Instanz zu transferieren. Das heißt also, das ist ein Index, der auch bei normalen Suchen im E-Commerce zum Beispiel verwendet wird, für Facettenfilterungen. Das ist letztendlich auch die Basis für diese Log-File-Visualisierung. Und eine weitere Komponente, die nennt sich Kibana, sorgt dafür, dass wir diese Log-Eingaben entsprechend selektieren können und visualisieren können. Man sieht also hier in diesem Beispiel die unterschiedlichen Log-Punkte und hier entsprechend die verschiedenen Ausführungszeiten. Man sieht also sehr schön, dass hier in diesem Bereich tatsächlich die einzelnen Platzhalterkomponenten erzeugt werden. In diesem Bereich erfolgt die Datenselektion, das ist also eher im Bereich der Schnittstelle. Und auch im äußeren Ring sehr schön zu erkennen bei der entsprechenden Ausleitung, wie viel Zeit hat das Image, also die Bilddaten in Anspruch genommen, wie viel haben die Multiframes in Anspruch genommen, die Erzeugung der Tabellen und eben auch hier aufgeteilt bei der Schnittstelle. Und somit kann man eben sehr leicht mit einfachen Mitteln erfassen, wo die entsprechenden Engpässe in Richtung Performance sind, zum Beispiel. Und dieses Tool nutzen wir eben zentral bei Laudat, um entsprechend das einfach zugänglich zu machen. Ja, also diese verschiedenen Komponenten, die ich jetzt dargestellt habe, sorgen eben dafür, dass wir angefangen von der Konzeption bis hin zum Deployment, also über die Entwicklung hinweg, entsprechend sicherstellen und über Automatismen eben sicherstellen, dass die Entwicklung einwandfrei vonstatten geht und eben entsprechende Drucktermine, die dahinter stehen, entsprechend auch eingehalten werden können. Ich wäre damit an dieser Stelle mit meinem Vortrag soweit durch. Ich habe versucht, das möglichst kompakt darzustellen, welche einzelnen Komponenten tatsächlich bei uns wichtig sind, um eben diese Qualität entsprechend hochzuhalten. An dieser Stelle irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Ich habe jetzt verstanden, dass die Tools anbieten für die Print Suite, mit der Sie die Qualität der Softwareentwicklung sichern können, bei Versionswechseln, neuen Funktionen und sowas. Also das sind jetzt primär Tools, die wir jetzt nicht öffentlich anbieten, sondern das soll natürlich Anreize bieten. Das sind interne Tools erstmal, soll Ihnen aber natürlich Anreize bieten, zu schauen, wie kann ich tatsächlich die Entwicklung noch optimieren, wie kann ich das Gesamtprozess. Die Frage war jetzt, was hat das mit dem dynamischen Publishing zu tun? Weil dynamisches Publishing wäre für mich heute Content, brauchen anderer Content, da die Qualität zum sicherzustellen. Wenn ich aber 3000 Dinge habe, die ich vergleiche und sage, gestern sahen sie so aus, heute sehen die anders aus, als was bei der Software schief gegangen. Ja. Keine Qualitätssicherung für mein dynamisches. Also das war jetzt der. Ja, das hängt vielleicht an der Begrifflichkeit. Also wir bezeichnen tatsächlich den gesamten Prozess der Automatisierung über die Print Suite als Dynamic Publishing. Ja, das ist der Begriff, den wir bei Laudat eben für diesen Bereich benutzen. Und da ist vielleicht so ein bisschen das Verständnisproblem. Also dieser gesamte Prozess mit der Print Suite entsprechend Publikationsobjekte zu erzeugen, wird bei uns als Dynamic Publishing entsprechend bezeichnet. Gibt es weitere Fragen? Die 3000 Testfälle, beziehen die sich auf einen oder auf alle Kunden? Nein, die 3000 Testfälle bezieht sich auf einen Kunden, der tatsächlich relativ kleinteilig entsprechend die Templates geprüft hat. Also da wurden auch einzelne Komponenten letztendlich rausgepickt, die einzeln geprüft wurden. Das zeigt mal, wo es auch hingehen kann. Ja? Wenn man tatsächlich so viele Testfälle hat, die man automatisiert abdecken muss, dann kann man das tun mit diesen Tools. Das heißt aber nicht, dass wir jedes Mal so viele Testfälle haben. Wer identifiziert
spezifiziert die Testart und Varianz? Also ist das gemeinsam mit dem Kunden dann abgestimmt? Oder ja. Wie erfolgt dieser Ablauf dann und natürlich auch die Bewertung der Kosten, die dann verbunden ja. Beim Erstellen der Testdaten meinen Sie jetzt? Ja. Also grundsätzlich werden die Testdaten als solches beim Kunden natürlich in-house produziert unter Anleitung von uns. Und wir sprechen bereits in der Konzeptionsphase über diese Testfälle. Das heißt also, jeder Testfall, der hier abgebildet ist, ist letztendlich eine Repräsentation eines funktionalen Bausteins im Konzept. Und das ist einfach nur nochmal letztendlich untereinander definiert und mit Testdaten belegt und dient dann letztendlich als Abnahmeprotokoll auch für den Kunden. Und das wird letztendlich in der Konzeptionsphase definiert, da wo wir natürlich schon von Daten sprechen, Entitätenmodell etc. Dort sprechen wir entsprechend auch über Varianzen. Ja, und die unterschiedlichen Ausprägungen der Testfälle, die werden bei uns erstellt, also die Testfalldefinition und die Testdaten als solches liefert dann der Kunde. Also das kommt letztendlich von uns dann. Ich habe vorher so verstanden, dass das Lauer Checkpoint auch für Sie ein separates Modul ist. Wie Sie das auch unabhängig von der Automatisierung an, dass ich quasi auch so prüfen kann, okay, ich habe jetzt eine neue InDesign-Version, ja. Was ist denn meine manuell erstellt? Ja, das machen wir tatsächlich. Also es ist eigentlich ein Standalone-Tool. Mein Kollege aus dem Vertrieb steht neben Ihnen. Der lächelt schon. Genau, können sich direkt austauschen gleich. Aber tatsächlich, ich habe ja gerade schon erwähnt, wir bieten es zum einen als FTP-Variante an, dass man entsprechende Files hochladen kann und bekommt dann das entsprechende Resultat zurück. Ansonsten eben auch eine Web-Applikationsoberfläche, auf der das nochmal ein bisschen anders visualisiert ist, wo man dann auch direkt die Files aufrufen kann und sich anschauen kann. Wenn man der gesamte Blumenstrauß zum Einsatz oder je nach, wenn ich das Template quasi Qualität sichern will, oder ist das dann in Abstimmung? Ich meine, viele Sachen haben wir wiedergefunden, aber andere Sachen halt nicht. Was ist denn da jetzt der Lauda-Standard? Ja, kommt immer so ein bisschen auf die Projektkonstellation an. Grundsätzlich alle anfänglichen Themen bis durch die Entwicklung, das ist Standard. Also das nutzen wir bei jedem Projekt. Jedes Projekt erfolgt unter den gleichen Kriterien der Konzeption, Testfalldefinition, Exporte für die Entwicklung im Confluence und die entsprechenden Entwicklungstools. Das ist Standard, wo dann tatsächlich dieses visuelle Logging zum Einsatz kommt, das ist projektabhängig. Genau. Also auch im Speziellen da, wo ja, schon abzusehen ist, dass da Performance-Issues auftreten können, da setzen wir eben dieses Tool ein. Weitere Fragen? Meine Frage, und zwar für die Performance-Analyse, wie kriegen Sie aus den Logfiles oder an was machen Sie das in den Logfiles fest, was jetzt alles zu einer spezifischen Publikation gehört? Also, dass diese Performance-Analyse jetzt für einen speziellen Fall erzeugt wird? Ja, das ist eine gute Frage. Das geht schon sehr, sehr tief rein in die Technik. Ich kann es tatsächlich im Detail nicht beantworten, wie es jetzt geloggt wird. Ja? Also irgendwo wird in den Log-Einträgen der Bezug zu einer speziellen Generierung hergestellt. Also dass man angefangen von der Datenselektion bis zum Output tatsächlich ein durchgehendes, einen durchgehenden Log-Eintrag, sage ich mal, hat. Ja? Und da wird irgendwo ein Key generiert werden, der letztendlich diese Einträge zusammenhält. Wie im Detail der jetzt aussieht, kann ich leider nicht beantworten. Danke. Ja, danke.